Elfmeter. Elfer. Elfmeter. Ja, jetzt ach, toll. Du Scheiße. Klar. Oh, kaum nein, sagst du was. Es ist ärgerlich, weil es ist die erste gefährliche Aktion in der zweiten Halbzeit gewesen, 6 Minuten gespielt. Wo denn? Und da ist der Arm, trifft sich den Ball so selber hier auf den Oberarm raus. Oh. Ja, dadurch ist die Hand natürlich weit abgestreckt. Ja, ziemlich dämlich sieht's aus. Was meinst du? Ja, sieht wirklich dämlich aus. Also dumme, in der jetzigen Aktion, Zeit muss man pfeifen. Ja, ist leider dumme Aktion. So. Schön ist, dass er ein Held. Finde ich gut. Der Hitz ist gut drauf heute. Und glaub mir, der hält den. Ja, das wäre jetzt gut. Also 53. Minute. Dortmund so müsste, wenn das jetzt ein Tor wäre. Das ist ein schlechter Einstieg in die zweite Runde von unserem Gespräch hier. Ja. Vielleicht Schaden hält bei dann, ja. Schaden. Wir hatten ja vorhin noch über die Führungsspieler und alles gesprochen. Ja. Eigentlich ein Koloss, der auch richtige Idee hat, da mit dem Kopf hinzugehen, aber leider trifft er den Ball halt so nicht. Richtigen Lauf, so einen richtigen nicht Lauf richtig. Hat er nicht zur Zeit. Ja. Also, ja. Also, im Hinspiel war schon der Nationalmannschaft Fehler. War auch nichts Gelbe vom ja. Ei. Ich muss gucken, wer schießt. Der Bräune schießt bestimmt und der ist dann drüber. Der geht drüber, meinst du? Ja. Der Bräune ist auf jeden Fall der schießt die meiste. Der schießt ja erstmal drüber und guckt, was er schießt. Der kommt gleich hier runter, der Ball. Ne? Das ist eigentlich dafür bekannt geworden. Und dadurch bekannt wir sind nicht weit vom Stadion entfernt. Also es gibt noch ein paar Sekündchen Hoffnung, weil es ist noch ein Penalty-Check gerade angezeigt worden. Also Videoassistent hat sich das auch nochmal angeguckt. Das Handspiel ist völlig unstrittig oder eben das Oberarmspiel. Es ist unstrittig, dass die Hand, also dass er berührt hat. Genau, das ist unstrittig, aber eben strittig ist offenbar, ist das Ganze A, ein absichtliches Handspiel und ist vielleicht, also ich meine, absichtlich ist es auf keinen Fall, denn er köpfte nicht freiwillig und absichtlich den Ball gegen die eigene Hand oder gegen den eigenen Oberarm. Mhm. Von daher kann man da nicht von Absicht sprechen. Genau, das hat er auch gerade angezeigt, Emre Can, muss man dazu sagen. Also man hat es gerade gesehen, er sagt halt nur im Kopf. Er zieht sehr unglücklich aus. Ist mal wieder die einzige Katastrophe, die ich persönlich so empfinde, dass eine Regel interpretierbar ist. Ja, was würdest du denn geben? Ja, ich muss ja leider interpretieren. Und dann wäre es für mich kein Handspiel, weil absichtlich dabei war, weil eine Torverhinderung nicht dabei ist. Dass der Gegner hat dadurch keinen Vorteil erhalten. Aber es wird leider auf Elfmeter entschieden.